Für die SPD-Fraktion erteile ich das Wort an Frau Abgeordnete Wölfle. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn eine Frage an Sie. Was haben die Berufsbilder von Altenpflegehelfern, Hufschmieden und Freiballonführern gemeinsam? Ich fürchte, es hat keiner eine Antwort. Falls Sie es nicht wissen, hier kommt sie. Sie stehen auf einer nicht abgeschlossenen Liste von über 400 Berufen, für die es in Deutschland klare Regeln gibt, welche Kenntnisse und Qualifikationen die Personen, die diese Berufe ausüben, haben müssen. Die Ausbildungs- und Studienordnungen sind dafür entsprechend ausgerichtet. In etlichen Berufen sind auch bestimmte Weiterbildungen oder berufliche Erfahrungen vorgeschrieben, die erst nach der Ausbildung oder dem Studium absolviert werden können. Und was ist, wenn jemand seine berufliche Qualifikation nicht in Deutschland, sondern im Ausland absolviert hat? Dann muss eine bestimmte Stelle kontrollieren, ob diese Qualifikation der üblichen in Deutschland entspricht oder ob und wenn ja, welche Nachqualifikation gegebenenfalls noch gefragt ist. Die entsprechenden Gesetze im Bund und in den Bundesländern wurden vor einigen Jahren erlassen. Hier im Landtag haben wir uns besonders in der letzten Legislaturperiode ja auch damit beschäftigt. Das Gesagte gilt natürlich auch in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Denn wenn wir über Sprengmeister oder Krankenschwestern in den unterschiedlichen Staaten sprechen, haben wir zwar alle ein ähnliches Bild vor Augen, aber die Anforderungen, die an diesen Beruf oder an diese Berufe gestellt werden, sind doch im Detail sehr, sehr unterschiedlich. Ich vermute, dass man in der Europäischen Kommission schon öfters darüber nachgedacht hat, die Anforderungen an den Zugang zu einem reglementierten Beruf oder zur Ausübung eines solchen Berufes zu harmonisieren. Aber da liegen die Hürden doch sehr hoch. Um aber die Freizügigkeit für die Personen in diesen Berufen nicht weiter zu behindern, haben das Europäische Parlament und der Rat bereits im Jahr 2005 beschlossen, dass in den Mitgliedstaaten die Verhältnismäßigkeit der eigenen Anforderungen, die den Zugang zu den reglementierten Berufen oder halt eben deren Ausübung beschränken, zu prüfen sind. Und die Ergebnisse dieser Prüfung sind dann der Kommission vorzulegen. Und dieser Prozess ist vor einiger Zeit nun abgeschlossen. Ich will das Evaluationsergebnis mal so beschreiben. Einige Stellen, die in den Mitgliedstaaten mit der Anerkennung der im jeweiligen Ausland erworbenen Qualifikation beauftragt sind, hängen die Latte ziemlich hoch, man könnte auch sagen unverhältnismäßig hoch. Sie verstoßen dabei gegen Grundsätze des Unionsrechts und beachten die Rechtsprechung dazu nicht. Oder sie schrammen sozusagen an der Nichtbeachtung vorbei. Jetzt läuft meine Redezeit ab. Ich kürze das ab. Wir stimmen natürlich dem Gesetz zu. Wir halten es auch für wichtig, dass diese Regelung kommt. Dankeschön.